Das ist ein super Koch, der Norbert Bayer. Und das ist der Meisterpatissier, Herwig Gasser. Liebe Zuschauer, lieber Herwig, herzlich willkommen. Und ein Klassiker aus der Backstube. Zimtschnecken. Das ist ja gleich ein Zimtschnecken-Ensemble. Ja. Toll. So, ich mache die jetzt mal geschwind fertig. Hein? Bitte gerne. Wenn sie so heiß, also ich sage so 20 Minuten, hängt immer von der Größe ab, wie lange wir es backen müssen. Mhm. So 20 Minuten, 180 Grad, wobei ich die Form gebuttert und gezuckert habe, damit sie auf der Seite auch noch karamellisieren. Super, das hat ja einen besonderen Ausdruck, auch das, was du jetzt machst. Das heißt nicht aprikotieren, einfach Marienmarmelade aufstreichen, aprikotieren. Das ist der Fachausdruck für das, was ich hier mache. So. Man kann aber mit Marmelade bestreichen, auch dazu sagen. Ja, super. Eine dünne Schicht drauf und so wie es für Zimtschnecken natürlich gehört, ein bisschen eine Zuckerglasur drüber. So schauen sie wirklich appetitlich aus und so gehören sie auch. Und das Schöne ist halt, wenn ich sie in dieser Form backe und die Form vorweg zuckere, dann bekomme ich außen herum eine Karamellschicht. Das schaut bei dir immer so leicht aus. Allein bei dem wird es scheitern bei mir. Ich glaube, ich würde die Zimtschnecke zerstören. Du, wir zeigen es her. Ich glaube, die ist wirklich zerstört. Fangen wir an, von Anfang an. Fangen wir von vorne an. Machen wir das. Gut. Wischst du nur den Zucker weg. Die Zutaten für unsere Zimtschnecke. Natürlich brauchen wir Mehl, ganz klar. Wir machen einen Hefeteig. Mhm. Dann brauchen wir Milch, Zucker, Butter, Eier. Das sind die Grundbestandteile. Ein bisschen Bourbon-Vanille gebe ich rein. Eine Hefe, Salz. Und für die Fülle habe ich hier braunen Zucker mit Zimt vermischt. Sehr gut. Zimtqualität ist ganz wichtig, gell? Ja, eine gute Qualität. Ein Ceylon-Zimt, der hat ein super Aroma. Und dann schmeckt die Zimtschnecke natürlich ganz, ganz anders. Super. Also, du hast den Teig quasi schon vorbereitet? Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, wie wir immer machen. Ja? Also Mehl in die Maschine geben, Hefe mit lauwarmer Milch auflösen, eine Prise Zucker als Nahrung beigeben, glatt rühren. Zum Mehl dazu Dotter, Butter und die Aromastoffe glatt rühren, alles in die Maschine durchkneten und dann hätten wir den Teig. Kommt das so aus, gell? Den Teig schon hier, gell? Wie lang und wie oft müssen gehen? Das ist immer die Frage beim Hefeteig. Einmal in der Maschine, einmal hier. Zweimal. Jetzt füllen wir. Dann die Zimtschnecke noch einmal, dreimal und dann backen. Ja, und deshalb geht es ja auch so schön auf, gell? Genau. Ja. Wenn wir den Teig haben, dann ausrollen. Ich sage so circa einen Zentimeter dick ausrollen. Lauft ein bisschen mit mir. Es ist ja so, dass unserer gesamten Belegschaft hier hinter den Kameras und auch am Regieplatz, die können ja gar nicht mehr reden vor lauter Wasser im Mund. Verstehst du? Machen wir was richtig, glaube ich. Gell? Ja, ich glaube schon. Schau, wenn wir den ausgerollt haben, dann den Teig mit Butter bestreichen. Und dann, du gehst schon wieder in Deckung. Ich muss ein bisschen in Deckung gehen. Du kennst mich schon. So. Das, so schlimm ist es auch nicht. Schau, diesen braunen Zucker mit dem Ceylon-Zimt dick hineinstreuen. Warum eigentlich Kristallzucker? Oder das ist. Man könnte das als Staubzucker auch machen. Ich glaube, da würde man keinen Unterschied sehen oder schmecken. Mhm. Also es ging ja mit beiden Zuckern. Ja? Es ist natürlich schöner zum Streuen mit den Fingern mit Kristallzucker. Ja? Jetzt rollen wir diese Teig ganz streng ein. Ja. So, jetzt stopfen wir noch ein bisschen zusammen. Und jetzt schneiden wir eben so, sagen wir mal, so 3-4 Zentimeter Stücke herunter. Hier habe ich eine Form schon gezuckert und gebuttert, damit wir das Karamell erzeugen. Beim Befüllen noch ein bisschen mit Zimtzucker arbeiten. Niederdrücken, den Verschluss schön unten rein. Und dann ganz leicht dort, wo die Schnecken zusammenstoßen, in Butter tauchen und in die Form geben. Also eine Diätmahlzeit ist das nicht, gell? Nein, auf keinen Fall. Essen Sie sich schlank mit Zimtschnecken. Das wird nicht funktionieren, aber es ist ein halt Genuss. Brutal gut. Ja. Mhm. Schau, und wenn wir die Schnecke dann genau dort zusammenstoßen lassen, dann kann man sie nach dem Backen einfach auseinanderreißen. Wie ein Buchtel. Wie ein Buchtel, genau. Also dann klebt es nicht zusammen. Dann klebt es nicht zusammen. Haftet es nicht so zusammen. Und wir kriegen schön auseinander. Ja. Wir kriegen schön auseinander. Schau, dick Zucker nochmal drauf. Sag, war dieses Patissier für dich immer ein von Kindheit an klar, dass du das machst? Immer, ja. Ich wollte immer Patissier werden. Ich habe immer die Liebe zu diesen Süßigkeiten gehabt.
Und aber vorbelastet positiv jetzt nicht von der Mama oder vom Papa? Weder noch. Weder noch. Ja? Zimtschnecken. Und macht das inzwischen 40 Jahre. Toll. Toll. Kannst du uns eine besondere Liebesgeschichte aus deinem Leben erzählen? Ich glaube, die Liebe zu den Zimtschnecken. Naja, der Herr Regisseur, glaube ich, ist gar nicht mehr in der Lage, Anweisungen zu geben, weil er sich auf die Zimtschnecken schon freut. Ja? Weil wir über die Liebe ganz kurz gesprochen haben. Herbert, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die tollen Zimtschnecken.